Ja, liebe Fußballfreunde, Fußballbezirk Freiburg, letztes Heimspiel des Balinger Sportgeld gegen Pirmasens, zwar 0:2 verloren, trotzdem Riesenstimmung hier in Halbzeit 3 auf dem Sportgelände des BSC, sprich Ponderosa. Bei mir natürlich die Creme de la Creme des BSC und ganz in der Mitte in Rot-Weiß natürlich der Vorsitzende Dieter Bühler. Dieter Bühler, Saison geht zu Ende. Der BSC auf einem guten Platz, ich glaube Platz 9 oder Platz 10, ich habe noch nicht genau geschaut, hatte noch keine Zeit. Heute wieder Zuschauer zum zweiten Mal. Ist man zufrieden beim BSC über die vergangene Saison? Ja, ganz klar kann man zufrieden sein mit dem, was sportlich abgelaufen ist. Nicht zufrieden kann man sein, dass man das fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen müsste. Ich habe es ja schon gesagt. Absolut die beste Saison in der Vereinsgeschichte. Platz 9, wenn man sieht, die 8 Mannschaften vor uns sind alles Profiklubs. Teilweise mit Bundesliga-Vergangenheit, teilweise mit Zweitliga-Vergangenheit. Ich würde sagen, wir sind aktuell der beste Amateurverein in Deutschland. Gut, und ich denke, da kann ich dir nur zustimmen. Glückwünsche an dich natürlich, mit deinem ganzen Team natürlich, aber auch mit dem Trainerteam. Axel Siefert, 41 Spiele sind absolviert. Am kommenden Wochenende das letzte in Sonnenhof Groß-Asbach. Lange Saison geht zu Ende, eine strapaziöse Saison. Ja, sehr strapaziös. Ich denke, das sieht man ja, wenn man mal die Spielzeiten sieht, auch die Vorbereitungszeiten. Du hast im Winter 2 Wochen Pause gehabt. Wir haben jetzt auch wieder nur 2 Wochen Pause. Das heißt, dass man sich relativ schnell regenerieren muss. Und für uns Trainer ist ja klar, wir haben noch weniger Zeit, weil wir ja auch die Rückrunde dann analysieren. Wir müssen die Vorbereitung vorbereiten und dann auch die Marschroute für die neue Saison ausgeben. Insofern bleibt für uns zwei, für Dennis und mich eigentlich so gut wie keine Pause. Aber auch die werden wir nutzen und versuchen uns ein bisschen zu entspannen, bevor es dann wieder richtig zur Sache geht. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch wieder nächstes Jahr wieder Regionalliga-Fußball in Balingen zu sehen. Da freuen wir uns natürlich alle drauf. Dennis, Riesenspiele gehabt in dieser Saison. Letzte Spiele habe ich immer gesehen, der Jugend wurde der Fortschritt gegeben. Das heißt, die jungen Akteure wurden aufs Feld geschickt. Nicht nur aus Trollerei, sondern weil sie auch richtig gut gespielt haben. Ist das der Weg des BSC auch für die Zukunft, für die kommende Runde? Ja, die Jungs haben sich gut entwickelt, ja, und das haben sie sich selbst zu verdanken. Die haben an sich gearbeitet und waren sehr diszipliniert. Wir haben sehr gute Charaktere, sehr viele junge Spieler, die sehr gute Charaktere sind und sehr viel Motivation mitbringen und die sind noch nicht zu Ende. Und das ist ein guter Weg, den wir da eingeschlagen haben, aber das haben sich die Jungs schon selbst verdient. Und ich wundere mich gerade über dieses Zitat, dass wir die beste Amateurmannschaft sind in Deutschland. So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es hört sich ganz gut an. Aber ich möchte kein Amateurverein sein, ich möchte einfach gut sein und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Dann darf ich euch zwei gratulieren, die besten Trainer, Amateurtrainer im Profifußball. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Toi, toi, toi auch für die kommende Runde. Vielleicht nochmal einen Auswärtsdreier an Sonnenhof Groß-Asbach. Bernhard Wissler, sportliche Leiter, erste Saison gut hinter dich gebracht. Riesenspiel mit deiner Team gemacht, ihr seid ganz vorne in der Tabelle. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter beim BSC Kommsaison? Jetzt sagt ganz unter uns mal die Neuzugänge, was in Zukunft beim BSC aufschlägt. Und die zweite Frage, ist schwieriger, neue zu holen oder die alten zu halten? Ja, Manni, also ich glaube sicherlich die Saison, überragende Saison. Und dann sagt schon auch wieder überragende Saison, dann ist der ein oder andere Spieler schon in den Fokus geraten von uns. Aber wir haben es geschafft, alle zu halten. Also unsere Wunschspieler zu halten. Das heißt, der Kern der Mannschaft bleibt bestehen und wir werden sicherlich noch was machen in den Neuzugängen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt schon mit Maximilian Bachmann aus der U19, mit Romar aus der U23 und Fabian Schmid, den wir wieder zurücknehmen, den Kader 3 Neuzugänge, die nächstes Jahr dabei sind. Und dann werden wir schon noch was nachlegen, aber da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns auf drauf und dann natürlich ein schönes Vorbereitungsspiel am 30. Juni gegen den KSC. Ja, genau. Ich glaube, das ist nochmal ein Highlight. Sonst haben wir immer einen Kaiserstuhl gehabt. Jetzt haben wir hier gegen KSC wirklich ein absolutes Highlight, das uns über den Zlatan Bajramovic praktisch organisiert hat. Von daher freuen wir uns alle auf diesen Tag. Ja. Vielen Dank, Bernhard Wissler. Ich drücke dir die Daumen für die kommende Runde. Das war's also hier nach dem letzten Heimspiel des BSC gegen Pirmasens. Hier die sportliche Verantwortung alle zugegen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß und kann noch einmal sagen, kommen Sie am 30. Juni hierher ins Karlsruhe Stadion, BSC gegen KSC, besser geht's eigentlich gar nicht. Tschüss, bye bye.